Meine Lieblingsgeschichte im Wattenmeer ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Sie ist ungefähr 45 Jahre lang und sie fing an, als ich als Kind Urlaub machen durfte im Wattenmeer, damals auf der Insel Wangerooge öfters. Und ich habe dort Muscheln gesammelt, Krebse gefangen, gebadet, im Sand gespielt. Das hat mich so geprägt, dass ich später, als ich dann Biologe wurde, wieder zurückkam ins Wattenmeer und seitdem hier für den Naturschutz, für die Natur arbeiten darf. Und was da so wahnsinnig prägend ist, dass in dieser Zeit, das ist ja die gesamte Geschichte auch der Nationalparke hier im Wattenmeer, die jetzt über 25 Jahre lang ist, in dieser Zeit eigentlich so wahnsinnig viel passierte. Vielleicht gar nicht mal für die Natur. Viel ist für die Natur, dass es gelang, in dieser Zeit den Zustand der Natur, die Qualität dieser Natur überhaupt zu erhalten. Also, dass sie sich nicht weiter verschlechtert. Das ist in der heutigen Zeit, in einer Welt wie dieser, eigentlich schon eine gewaltige Leistung. Aber in dieser Zeit wurden viele Gegner des Nationalparks zu Freunden des Nationalparks. In dieser Zeit gab es eine ganz, ganz große Gemeinschaftsleistung von Menschen aus dem Naturschutz, aus dem Tourismus, aus vielen Gemeinden für dieses Wattenmeer, was ja letztlich in dieses Weltnaturerbe mündete. Das ist eigentlich die schöne Seite meiner Geschichte. Und die nicht ganz so schöne, und die gehört auch dazu, ist, dass diese Zeit natürlich immer von Sorgen erfüllt war. Manche Sorgen, die wir lösen konnten: es wird heute nicht mehr gejagt im Wattenmeer, es findet keine Fischerei auf Herzmuscheln mehr statt, Salzwiesen blühen an vielen Stellen inzwischen auch auf der anderen Seite sind. So wie es immer war, immer noch ganz gewaltige Sorgen da. Die Fischerei ist immer noch nicht richtig naturverträglich. An manchen Stellen machen wir uns schon Sorgen, ob es nicht auch zu viel Touristen werden für die Natur. Die Industrialisierung, Ölförderung beispielsweise, Kohlekraftwerke am Rande des Wattenmeers machen uns weiter große Sorgen. Und die größte Sorge eigentlich von allem, und die treibt mich wirklich auch jeden Tag an, obwohl es erst lange in der Zukunft sein wird, ist, ob wir es schaffen, als Menschen im Wattenmeer, als Menschen in der Wattenmeerregion, diese Natur dann zu erhalten, wenn der Meeresspiegel so stark steigt, wie es vorhergesagt ist, durch den Klimawandel, und einfach die Zerstörung dieser Landschaft wirklich zu verhindern. Und ich will einfach meinen Beitrag leisten, dass das hier was zu erreichen, auch ein Teil dieser bislang 45-jährigen Geschichte wird. Ich habe das Glück, relativ oft auch draußen sein zu dürfen, und mache gerne lange Wanderungen. Also lange durchs Watt gelaufen zu sein, durch Priele gegangen zu sein, über Wattflächen gegangen zu sein und dann bei einer Hallig plötzlich anzukommen. Ich bin auch Ornithologe, habe früher viele Vögel beringt, also solche Wattenmeervögel, die in großen Schwärmen da draußen unterwegs sind, da auch mal welche zu fangen, zu bringen und dann später zu sehen. Sind dann nach Taimir, nach Sibirien geflogen, oder es gibt wieder Funde aus England. Das ist auch ein tolles Erlebnis.